Hi, richtig cool, dass du eingeschaltet hast zum KeyLab Answer the Call. Ich heiße Benny, ich bin seit April hier in Wiedenest und ich habe richtig Lust, über das Thema Berufung finden zu sprechen. Weil ich total gut finde, dass es gleich noch die Möglichkeit von einer Q&A-Session gibt, wo wir uns dann doch noch ein bisschen persönlicher kennenlernen können, klar über Internet, aber ihr könnt eure Fragen stellen, wir können so ein bisschen ins Gespräch kommen und das Ganze wird noch ein bisschen interaktiver. Warum solltest du die nächsten circa 30 Minuten investieren? Was darfst du von diesem KeyLab erwarten? Du darfst erwarten, dass du in den nächsten Minuten erfahren wirst, was deine Berufung ist. Punkt. Hey, immerhin sind wir hier bei der Fuco Home, einmalige Geschichte und ich dachte, mit weniger geben wir uns nicht zufrieden, oder? Außerdem wirst du erfahren, was dir eventuell helfen kann, deine persönliche Berufung zu finden. Ich würde sagen, lasst uns starten. Über was reden wir eigentlich, wenn wir von Berufung reden? Ist ja irgendwie ein schwammiger Begriff und ist gar nicht so leicht zu sagen, weil es nicht die eine Definition von Berufung gibt. Weder in der Bibel noch irgendwo sonst. Wenn wir über Berufung reden, dann geht es in der Regel um so Fragen wie, warum bin ich da? Was ist mein Platz im Leben? Was ist meine Aufgabe im Leben? Wer bin ich? Wo finde ich Sinn und Erfüllung im Leben? Ihr merkt also, es geht um Deep Stuff, große Fragen. Und darum ist es kein Wunder, dass dieses Thema viele, viele Menschen beschäftigt. Ich habe mal bei Google eingegeben, wie finde ich meine Berufung? Und dann kamen über 2 Millionen Suchergebnisse. Dann habe ich das Ganze nochmal auf Englisch übersetzt und dann gab es über 650 Millionen Suchergebnisse. Wir sehen, das Thema ist relevant, das Thema bewegt viele Menschen. Und als Christ oder Christin kommt ja noch eine andere Dimension dazu. Wir fragen ja nicht nur, was ist der Sinn unseres Lebens, sondern wir fragen uns so, wozu hat Gott mich geschaffen? Was ist Gottes Auftrag für mich in meinem Leben? Was ist sein Wille für mein Leben? Und im Folgenden will ich zu diesen großen, zu diesen wichtigen Fragen ein paar Gedanken teilen, die mir geholfen haben, dass das Thema Berufung nicht etwas ist, was irgendwie unter Druck setzt oder irgendwie mit negativen Gefühlen, mit Stress verbunden ist, sondern vielmehr, dass es ein Thema wird, was dich begeistern, dich motivieren, dich inspirieren kann. Bevor ich das mache, vielleicht noch einen Gedanke vorneweg, der mir irgendwie wichtig erscheint. Ein einleitender Gedanke zu Beginn, der vielleicht hilft zu verstehen, warum es uns manchmal so schwer fällt, Entscheidungen zu treffen. Das Problem, vielleicht kann man auch sagen Luxusproblem unserer heutigen Zeit hier in der westlichen Welt, ist, dass wir zu viel Auswahl haben. Das heißt, du kannst zwischen, ich habe geguckt, über 20.000 Studiengängen auswählen, 10.610, glaube ich, sind irgendwie Bachelorstudiengänge, also wo man entscheiden kann, mit was man anfängt. Du hast ganz viele verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten. Du hast die Möglichkeit, FSJ zu machen, Bundesfreiwilligendienst, alles Mögliche, ins Ausland zu gehen, zu Hause zu bleiben. Wir haben heutzutage einfach enorm viele Möglichkeiten, enorm viele Optionen. Und das ist einerseits ein echtes Privileg, aber andererseits kann es auch wirklich unter Druck setzen, kann es uns lähmen, kann es uns irgendwie es schwer machen, uns zu entscheiden. Weil wenn ich mich für den einen Bachelor entscheide, da muss dieser Bachelor ja irgendwie besser sein als die 10.609 anderen Bachelor, für die ich mich hätte entscheiden können, wenn ich ein 1.0er-Abi hätte oder so. Und das ist tatsächlich auch psychologisch erforscht. Man sagt, das Paradox der Wahlmöglichkeiten, dass wenn du zum Beispiel 5 Wahlmöglichkeiten hast, ist es gut, wenn es dann auf einmal 100 sind, dann setzt es dich unter Druck, dann stresst es dich, weil deine eine Wahl muss besser sein als die 99 anderen. Das vielleicht so als einen hilfreichen Gedanken zu Beginn, um einordnen zu können, warum es uns manchmal stresst, heutzutage irgendwie große Entscheidungen zu treffen bezüglich Ausbildung, Studium, was auch immer. So, wenn du jetzt hier am Fernseher, am Computer, wo auch immer sitzt und dir die Frage stellst, was ist der Wille Gottes für mein Leben, dann feiere ich das, aber ich feiere das so richtig hart. Ich würde dir gerne High Five geben oder zumindest so einen Corona-Check, denn das ist eine richtig gute, das ist eine richtig wichtige Frage im christlichen Glauben. Wie unser Name ja bereits verrät, orientieren wir uns als Christen an Jesus Christus. Sein Verhalten wollen wir nachahmen. Und von Jesus gibt es so eine ganz spannende Episode zum Ende seines Lebens.
Es ist kurz vor seiner Kreuzigung, er befindet sich im Garten Gethsemane mit seinen Jüngern. Die schlafen allerdings, haben ihn so ein bisschen im Stich gelassen. Und Jesus hat so richtig Angst, er hat Todesangst. Und er geht in diesen Garten und er fängt an zu beten. Und wenn man das liest, dann kriegt man so richtig mit, boah, Jesus ist aufgewühlt. Jesus ist irgendwie unter Druck, er hat Angst vor dem, was ihm bevorsteht. Und er betet, Vater, wenn es irgend möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Dann mache, dass ich nicht gekreuzigt werde. Und dann kommt der entscheidende Nachsatz, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst, geschehe. Nicht mein Wille, Gott, sondern dein Wille geschehe. Und dieser Satz ist so wichtig, ist so zentral und er darf unser Leben als Christen bestimmen. Das ist so unser Wunsch, unsere Motivation wird zu sagen, boah, Gott, dein guter Wille soll in meinem Leben geschehen, auch wenn er mir vielleicht gerade nicht plausibel erscheint, auch wenn er gegen meinen eigenen Willen vielleicht gerade steht, auch wenn es mich etwas kostet, auch wenn vielleicht irgendwelche Leute über mich lachen oder es nicht gut finden werden. Paulus, der Typ im Neuen Testament, der die meisten Briefe geschrieben hat, beschreibt es wie folgt. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Auf das ihr prüfen könnt, wir sollen prüfen, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Paulus schreibt hier den Christen, dass sie prüfen sollen, was der Wille Gottes ist. Was richtig cool ist, er macht hier schon so einen Spoiler, er verrät, hey, Gottes Wille ist ein guter Wille, es ist der Gute, der Vollkommene, der Wohlgefällige Wille. Und trotzdem stellt sich uns die Frage, wie finde ich Gottes guten Willen heraus? Wie kriege ich Antwort darauf, was Gott für mein Leben will und wie konkret ist vielleicht auch der Wille Gottes? Ich weiß nicht, ob du dich das schon mal gefragt hast. Ist es Gottes Wille, dass ich dieses T-Shirt anhabe, dass ich heute Morgen lecker Müsli gegessen habe? Oder ist es irgendwie eher allgemeiner zu verstehen? Wichtige Fragen, wenn du als Christ oder Christin unterwegs bist, Fragen, die mich persönlich eine ganze Zeit lang herausgefordert haben. Und die Antworten auf diese Fragen habe ich in einer Predigt bekommen, eine Predigt, die ich in Frankreich gehört habe. Ich habe da so ein Auslandsjahr gemacht in Lyon. Und das ist so eine dieser Predigten, an die man sich zurückdenkt und merkt, boah, auch wenn das jetzt schon 10 Jahre her ist, kann ich mich noch gut daran erinnern. Das hat wirklich irgendwie mein Glaubensleben verändert. Das hat mir geholfen, neu zu denken, irgendwie eine andere Perspektive auf Dinge zu bekommen. Und dieser Sonntag ging eigentlich ganz normal los, 10 Uhr. Vorort von Lyon, wir sind dahin, ich war wahrscheinlich noch ein bisschen müde, keine Ahnung. Man läuft so ein bisschen schlaftrunken in den Gottesdienst, singt vielleicht das erste Lied. Und dann steigt dieser Gastprediger auf die Bühne. Okay, was kommt jetzt, welches Thema? Und er sagt, hey, mein Thema ist heute, ich will über den Willen Gottes in deinem Leben reden. Ich so auf einmal wach, boah, der Schlaf, die Schlaflosigkeit wie weggeblasen. Das Thema hat mich interessiert. Das Thema hat mich bewegt, hat mich beschäftigt. Denn ich bin in einer Gemeinde groß geworden, wo wir echt so den Wunsch hatten, dass Gottes konkreter Wille in unserem Leben passiert. Und wir haben Gott ganz konkret die Frage gestellt, hey, was soll ich studieren? Welche Ausbildung soll ich machen? Soll ich in die Stadt ziehen oder in die Stadt ziehen? Und wir haben nicht nur danach gefragt, sondern wir haben wirklich häufig gewartet, dass irgendwie Antwort kommt. Und das war gar nicht so leicht. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man solche Fragen stellt und dann zu entscheiden oder dann herauszubekommen, war das jetzt Gottes Antwort? Du kriegst vielleicht die Zusage von irgendeiner Uni. Ist das die offene Tür, die Gott schenkt? Oder ist es eher die offene Tür, die irgendwie mich vom Gottes Willen ablenken möchte? Ist die Tatsache, dass ich während des Gebets die ganze Zeit an dieses Mädchen aus meiner Jugendgruppe denke, ein himmlischer Fingerzeig, Benny, fragt dieses Mädchen doch mal nach einem Date? Oder ist das einfach dem geschuldet, dass ich dieses Mädchen wirklich ziemlich süß fand? Also, was ich so ein bisschen humorvoll vielleicht darstelle, aber es ist gar nicht so leicht herauszufinden, ist das jetzt irgendwie mein Wunsch, ist das jetzt was Subjektives oder ist das Gottes Antwort auf mein Gebet? Und darum war ich gespannt, was sagt dieser Prediger hier, Frankreich, 10 Uhr morgens, was hat er zu diesem Thema zu sagen? Der französische Predigtdude öffnet seine Bibel und fängt an, Stelle für Stelle vorzulesen und etwas zu zeichnen. Dies ist gut und angenehm vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er schreibt Errettung auf. Gottes Wille ist,
es, dass ihr größtmögliche Freiheit in der engstmöglichen Beziehung zu Christus findet. Schreibt Freiheit auf. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Und er schreibt Heiligung auf. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Der schreibt Dankbarkeit auf. Macht wieder so einen Strich. Gottes Wille ist es, dass sein guter Geist euer Leben immer mehr prägt und dass die Frucht des Geistes in unserem Leben wächst und Gestalt annimmt, dass Liebe, Freude, Friede, Langmut, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit unser Leben immer stärker prägen. Und er schreibt Heiliger Geist auf. Und dann liest er noch eine geniale Stelle vor aus Micha 6, Vers 8. Dort steht, man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und bescheiden zu gehen mit deinem Gott? Und er schreibt auf Gerechtigkeit. Güte. Und schreibt mal Bescheidenheit. Bescheidener Lebenswandel mit Gott. Und als er uns so Stelle für Stelle vorgelesen hat, was in der Bibel über Gottes allgemeinen Willen steht, hat er so peu à peu aufgeschrieben und dann hat er wie so einen Rahmen gezeichnet, ein Spielfeld gezeichnet. Und dann, das war so ein bisschen der Höhepunkt seiner Predigt, wenn du dich in diesem Rahmen befindest, wenn du dich auf diesem Spielfeld bewegst, dann mach einfach was du willst. Mach einfach, was du willst. Ist jetzt nicht so der typische Predigtsatz, oder? Also ich hatte den vorher noch nicht oft in der Predigt gehört. Und ich muss sagen, für mich war das echt ein befreiender Moment, zu erkennen, dass Gottes allgemeiner Wille, der unsere gemeinsame Berufung als Christen und Christinnen ist, dass der feststeht, dass der in der Bibel beschrieben wird und dass das wie so ein Rahmen, wie so ein Spielfeld ist, das uns vorgegeben ist. Und wenn wir uns aber in diesem Rahmen, in diesem Spielfeld befinden, dann dürfen wir eigene Entscheidungen treffen, dann dürfen wir mutige Entscheidungen treffen, dann dürfen wir uns vorwärts bewegen, dann dürfen wir aktiv werden, dann dürfen wir auch große Lebensentscheidungen treffen, dann gibt es quasi kein richtig oder falsch, sondern wenn wir uns hier drin bewegen, dann bewegen wir uns im Willen Gottes. Und vielleicht ist das für dich heute genau eine richtig wichtige Botschaft, wenn du dich selbst stresst, boah, soll ich das machen, soll ich das machen, Gott, was ist dein Wille und du kriegst keine richtige Antwort. Ey, wenn es sich innerhalb von dem bewegt, entscheide, sei mutig, geh voran, nimm Risiko auf dich, hier bist du im Willen Gottes. Okay, jetzt könnte man einwenden, Benni, warte mal, ist ja schön und gut, hast der halbwegs vernünftig aufgemalt. Aber in der Bibel sehen wir doch immer wieder Menschen, denen Gott eine ganz konkrete Beauftragung gibt. Mose, der von Gott zum Pharao geschickt wird, damit er das Volk Israel aus der Sklaverei herausführt. Gideon, der den Auftrag von Gott bekommt, Israel aus der Hand Midians, das waren so damals Feinde von Israel, zu befreien. Oder Jona, den Gott beauftragt, nach Ninive zu gehen, um dort Umkehr zu predigen. Und diese Geschichten gibt es in der Bibel auf jeden Fall. Aber, das ist ein ganz wichtiges Aber, ein großgeschriebenes Aber, das ist die Ausnahme und nicht die Regel. Gott schenkt das manchmal und Gott schenkt das auch heute noch. Aber lasst uns nicht das Unerwartete erwarten oder das Außergewöhnliche voraussetzen. Wir dürfen große Lebensentscheidungen treffen,
auch ohne die Stimme Gottes vorher aus einem brennenden Dornbusch gehört zu haben, wie es bei Mose passiert ist. Wir dürfen mutig vorangehen, auch wenn Gott unsere Schritte nicht dreimal auf wundersame Art und Weise bestätigt und bekräftigt, wie er es bei Gideon getan hat. Und wir dürfen falsche Entscheidungen korrigieren, ohne dass dafür ein Walfisch kommen muss, der uns verschluckt und dann doch an einen anderen Ort bringt, wie es bei Jona der Fall war. Das ist mein erster und für mich persönlich ist ein ganz wichtiger Punkt geworden. Und vielleicht auch, um zu verdeutlichen, wie das in meinem eigenen Leben eine Rolle gespielt hat. Ich bin ja jetzt, wie gesagt, seit April hier in Wiedenest. Und ganz ehrlich, bei mir war es nicht so, dass ich eines Nachts aufgewacht bin und dann gab es eine Leuchtschrift am Himmel und da war dann das Logo von Wiedenest. Und für mich war komplett klar, ey, boom, das ist der Wille Gottes, das soll ich machen. So war es überhaupt nicht. Ich wusste letztes Jahr, ich will eine Entscheidung treffen, wie es weitergeht. Ich war Kinder-Jugendreferent in der Gemeinde, das hat mir richtig Spaß gemacht. Soll ich da weitermachen? Soll ich eventuell irgendwie einen Doktor machen an der Uni? Da gab es eine Möglichkeit. Soll ich Gemeinde gründen? Das hatte ich auch voll auf dem Herzen. Ich war dann auch eine Woche bevor der Anruf von Victor aus Wiedenest kam, war ich bei einem Gemeindekandidatengründungswochenende und habe mich damit beschäftigt und Gemeindegründung in Köln, boah, das wäre ja auch irgendwie was. Und dann kam der Anruf von Victor und er hat mich gefragt, hey, willst du dich nicht auf die Stelle bewerben hier fürs Kite-Referat? Und ich habe ihm erstmal abgesagt, doch dann kam irgendwie was so ins Rollen und ich habe mich damit auseinandergesetzt und habe mir Gedanken gemacht, habe mit Freunden geredet, die meinten, hey, die Stelle passt doch gut auf dich. Habe mit Familie geredet, mit meiner Frau geredet. Die haben auch bestätigt, hey, das könnte doch voll gut passen. Ich war beim Sola, das war überragend. Klammer auf, Schleichwerbung. Dieses Jahr Sola to go, einmalige Geschichte. Meldet euch an, es wird richtig gut. Bisschen anders als sonst, aber richtig gut. Genau, ich war auf dem Sola und so peu à peu hat sich dann in mir ein Jahr formiert. Aber es war nicht das eine klare Reden Gottes. Und ich glaube, Gemeindegründung wäre auch hier gewesen. Ich hätte auch, das hatte ich auch mal überlegt, Lehrer für Rallye und Politik werden können. Auch wäre auch im Rahmen Gottes gewesen. Wiedenest ist voll auch im Rahmen Gottes. Also das so ein bisschen, um den Druck rauszunehmen, um dich zu entspannen. Du darfst große Entscheidungen treffen, auch wenn du kein klares Reden Gottes hast. Wenn du dich hier drin bewegst, gibt es eigentlich keine falsche Entscheidung. Vor 3 Wochen habe ich mit jemandem telefoniert, den ich sehr gern habe und der steht gerade in einer Situation in seinem Leben, wo er eventuell eine große berufliche Veränderung vornehmen will. Und dann haben wir so gequatscht und seine Frage war auch ganz stark, Benny, was denkst du, kann man seine Berufung verpassen? Und ich dachte, boah, das ist irgendwie eine spannende, das ist eine wichtige Frage, aber auf die Frage will ich jetzt gar nicht weiter eingehen. Wenn das auch deine Frage ist, dann lass uns gleich bei der Q&A-Session darüber ins Gespräch kommen. Aber wo ich ihn gut nachvollziehen konnte, weil ich selber solche Gedanken hatte. Ich will nochmal zusammenfassen. Wenn du dich in dem Rahmen bewegst, dann können wir es mit Nike nehmen. Dann kann Nike uns das Motto vorgeben, das Motto Just Do It. Werde aktiv, triff Entscheidungen, sei mutig, mach dir Gedanken und wähle Option A, B, C, D. Ein zweiter Gedanke, der mir hier beim allgemeinen Willen Gottes wichtig ist. Das ist ja, in der Bibel finden wir Gottes allgemeinen Willen und sein allgemeiner Wille ist unsere gemeinsame Berufung als Christen und Christinnen. Und all die Punkte, und es gibt noch mehr, und ich werde euch ein Blatt hochladen, wo ihr diese Stellen auch nochmal nachlesen könnt, dass ihr merkt, dass ich nicht mir irgendwie was ausgedacht habe oder so. Und jemand hat das mal ganz cool zusammengefasst. Diese allgemeine Berufung Gottes, unsere gemeinsame Berufung als Christen ist es, Jesus nachzufolgen und ihm ähnlicher zu werden. Jesus nachzufolgen und ihm ähnlicher zu werden. Und das Coole an dieser Zusammenfassung oder das Coole an diesem Claim finde ich, dass da nochmal deutlich wird, ja, was wir machen ist wichtig, aber der Fokus unserer Berufung ist nochmal stärker darauf, was für Menschen wir werden. Also es geht irgendwie um Charakterbildung, es geht um Persönlichkeitsentwicklung. Und ein ganz wichtiger Punkt noch, es geht darum, dass Jesu Identität auch stärker noch unsere Identität wird. Was meine ich damit? Bevor Jesus so richtig losgelegt hat, bevor er gepredigt hat, bevor er Kranke geheilt hat, bevor er Armen Gutes getan hat, mit Frauen respektvoll umgegangen ist und so weiter, war erstmal die Taufe und dann kam diese Stimme aus dem Himmel, Matthäus 3 oder Markus 1 nachzulesen, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen.
Bevor Jesus so richtig losgelegt hat, wurde von Gott nochmal seine Identität bestärkt. Er ist ein geliebtes Gotteskind und aus dieser Identität heraus konnte er seiner Berufung nachgehen. Und das Geniale ist, dass Paulus ein paar Jahrzehnte später schreibt, hey, wenn du Christ oder Christin bist, dann ist dieser Geist Christi, dann ist dieser Geist der Sohnschaft, der Tochterschaft in uns und wir können als Kinder Gottes aber lieber Vater beten. Papa, Vater. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei unserer gemeinsamen Berufung, dass wir erkennen, wo unsere Identität ist, es, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Und wenn wir das verstanden haben, wenn das irgendwie unser Leben durchflutet, wo dann können wir aktiv werden, dann können wir praktisch werden und dann machen wir das auch aus einer Motivation heraus, die irgendwie nicht Leistungsdruck ist oder so, sondern echt was Gutes. Ich fasse nochmal zusammen und kann sagen, der allgemeine Wille Gottes, unsere gemeinsame Berufung begeistert mich. Mich begeistert die Größe und die Schönheit von dieser Berufung. Kein Leben, was wir nur für uns leben sollen. Und wir sind gerufen dafür, dazu ein Leben zu führen, für etwas Größeres, für jemand Größeren. Wir sollen für Gott leben. Wie gut ist das denn, oder? Wir sollen ein Leben führen, was sich darum dreht, Gott zu lieben und unsere Nächsten zu lieben. Und das ist das Leben, wozu du und ich geschaffen sind. Das ist das Leben, worin wir Sinn und Erfüllung finden dürfen. Kommen wir zum letzten Punkt. Den habe ich überschrieben, deine persönliche Berufung. Und das ist ja jetzt nochmal, wo es vielleicht spannend, wo es kitzlig wird. Du denkst, boah ja, hier allgemeine Berufung ist ja schön und gut, aber was ist denn mit mir? Was hat Gott denn in mein Leben hineingelegt? Was gilt es in meinem Leben zu entdecken? Was ist mein Auftrag oder so? Und da habe ich eine coole Stelle aus dem 1. Petrusbrief, die ich euch gerne vorlesen möchte. Die steht in 1. Petrus 4, die Verse 10 und 11. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Ich lasse ein bisschen was aus, es kommen so ein, zwei Beispiele. Und dann, jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Okay, was erfahren wir aus dieser Petrusstelle? Wir erfahren zum einen, jeder einzelne von uns ist begabt. Jeder einzelne von uns hat irgendwie eine Gabe von Gott bekommen, vielleicht auch mehrere, keine Ahnung. Aber jeder einzelne von uns ist begabt. Und diese Begabungen sind ganz vielfältig, ganz unterschiedliche Begabungen. Vielleicht kannst du gut mit Kindern oder du liebst es zu kochen und andere zu bewirten. Oder du redest gerne oder du tanzt gerne oder du machst gerne richtig guten Kaffee. Keine Ahnung, es gibt ganz vielfältige, unterschiedliche Begabungen. Zweiter Punkt, der klar wird, also erster Punkt, jeder ist begabt von Gott. Zweiter Punkt, unsere Gabe, die uns Gott geschenkt hat, ist nicht nur für uns, sondern wir sollen anderen damit dienen, wir sollen anderen damit Gutes tun. Und der dritte Punkt, der hier klar wird, auf diese Art und Weise ehren wir Gott, ehren wir unseren Schöpfer, der uns diese Gabe geschenkt hat. Fakt ist, Gott hat dich einzigartig und gut gemacht. Es gibt keinen anderen Menschen auf dieser Welt mit deiner Lebensgeschichte und mit deinem Mix aus Begabungen, Begrenzungen, mit Dingen, die dir Spaß machen, die dich die Leidenschaft wecken, die dich begeistern und anderen Dingen, ja, mit denen du nicht so viel anfangen kannst. Und darum ist es so wichtig, dass du du bist, sonst würdest du dieser Welt fehlen. Und in Bezug auf diese persönliche Berufung dürfen wir im Leben entdecken, was Gott in uns hineingelegt hat. Und das finde ich echt einen coolen Gedanken. Es ist nicht etwas, was wir produzieren, sondern etwas, was wir entdecken dürfen. Nicht etwas, was wir selber schaffen müssen, sondern was uns geschenkt worden ist. Und in diesem Sinne kann Berufung auch voll entspannt sein. Das heißt nicht, dass wir die Füße hochlegen und gar nichts machen, sondern klar, wir können uns ausprobieren. Aber es ist etwas, was Gott uns geschenkt hat und nicht etwas, was wir produzieren müssen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Menschen. Manche Menschen wissen schon ganz früh, was Gott in sie hineingelegt hat, was sie begeistert, wo sie Spaß dran haben, wo sie sich irgendwie sinnvoll gebraucht fühlen. Meine Frau ist zum Beispiel so eine, meine Frau, beste Frau, yes. Sie wusste schon ganz früh, dass sie was mit Musik machen will und mit 13 hatte sie dann irgendwie den Wunsch auch, das zum Beruf zu machen. Ganz früh Bands geleitet, eigene Songs geschrieben, ja, in ihre Begabung investiert und ist heutzutage Musikerin, macht das als, also hat wirklich ihre Berufung zum Beruf gemacht
und arbeitet heute als Musikerin und liebt es, Menschen mit ihren selbstgeschriebenen Songs irgendwie Hoffnung zu schenken oder ihnen eine gute Zeit zu verschaffen. Liebt es, eigene Songs zu schreiben, kreativ zu werden. Musik ist wirklich ihre Leidenschaft. Und ich muss sagen, ich mag dieses Wort Leidenschaft, weil das erlebt sie genauso, ihre Leidenschaft, die auch manchmal Leiden verschafft. Das steckt ja in dem deutschen Wort auch drin, dass etwas, was uns begeistert, was uns wichtig ist, uns teilweise auch ganz schön herausfordern kann. Und das merkt sie auch als Musikerin. Aber sie war so eine, die schon ganz früh wusste, was sie später machen will oder zumindest, was Gott so in sie hineingelegt hat. Bei mir war das ganz anders. Ich will meine Geschichte mit diesem wunderschönen rosa Bobbycar illustrieren. Es gibt ja diesen unfassbar weisen Satz, nur ein fahrendes Auto kann man lenken. Und das beschreibt meine Geschichte eigentlich ganz gut. Aber ich brauche einen kurzen Moment, es kommt gerade ein Trauma hoch. Mein erstes Bobbycar mit 4 Jahren Berlin-Wedding wurde uns von älteren Jungs gezockt. Das war richtig hart damals in Berlin. Aber ich habe mich gesammelt, jetzt Berufung, es kann weitergehen. Was meine ich damit? Mit 13 hatte ich noch überhaupt keine Ahnung, was ich machen will. Aber ich bin so ein bisschen abgelenkt, verschiedene Sachen ausprobiert, habe mich bewegt. Voll quietschendes Bobbycar, oder? Mit 20 hatte ich auch noch keine Ahnung, was ich machen will, was meine persönliche Berufung ist, was Gott in mich hineingelegt hat. Ich habe dann erstmal angefangen, aus Mangel an Alternativen Politik zu studieren. Und wenn ich heute so zurückgucke, wie ich wichtige, große Entscheidungen in meinem Leben getroffen habe, denke ich mir manchmal, Alter, was hat mich da geritten? Das waren manchmal so ganz komische Gründe, warum ich mich dann für oder gegen etwas entschieden habe. Aber ich war unterwegs und genau, wie gesagt, nur ein fahrendes Auto kann man lenken. Das Bobbycar müssen wir auf jeden Fall mal ölen. Und dir will ich sagen, vielleicht geht es dir ähnlich. Du merkst, boah, du bist 15, 16, 17, 18, 19, aber weißt noch nicht so genau, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, was die Gabe ist, mit dem du anderen eine Freude machen kannst, mit dem du Gott irgendwie die Ehre geben kannst. Dann will ich dir aus ganzem Herzen sagen und auch aus meiner persönlichen Erfahrung, boah, kein Stress, entspann dich. So das zu entdecken, was an einem ist, ist manchmal echt wie ein Prozess. Manche wissen es von Anfang an, wie meine Frau, die schon ganz früh wusste, dass sie Musikerin werden will. Und andere wie ich sind unterwegs, treffen Entscheidungen. Wie gesagt, ein fahrendes Auto, das man lenken kann, ist es nicht so, soll ich das machen, soll ich das machen? Und man bewegt sich nicht und man entscheidet sich nicht. Man lenkt nach links, lenkt nach rechts, aber man bleibt auf der Stelle. Sondern man geht irgendwie Schritte, man geht vorwärts. Und dann im Verlauf der Zeit habe ich immer mehr gemerkt, boah, das will ich machen. Und das Lustige ist eigentlich, mit 20 hätte ich dir nicht sagen können, was ich machen will, aber ich hätte dir sagen können, ich will auf jeden Fall nicht im frommen Kontext arbeiten wie mein Vater. Und ich hatte Schwierigkeiten, in der Schule vor Menschen zu sprechen. Also ihr seht, dass da auch noch mal ganz neue Sachen irgendwie aufbrechen können. Genau so viel zu meiner Bobbycar-Illustration. Und vielleicht ist es bei dir ähnlich, dass du auch unterwegs sein musst. Denn wie gesagt, nur ein fahrendes Auto kann man lenken. Jetzt will ich zum Schluss noch mal ein paar zusammenfassende Gedanken äußern. Ein erster Gedanke, der mir nochmal wichtig ist, wir haben ja manchmal im frommen Kontext so die Vorstellung, dass Berufung höherwertig ist, wenn sie im christlichen Bereich stattfindet. Und das ist nicht so. Es gibt irgendwie im Alten Testament, lesen wir von Architekten, die berufen worden sind, da irgendwie an der Stiftshütte zu bauen. Und du kannst Musikerin sein im Gemeindekontext, du kannst aber auch außerhalb Musikerin sein, du kannst berufen sein, geniales Brot zu backen, irgendwie ein neues Rezept zu erfinden, neue Medizin zu entwickeln. Also es muss nicht in der Gemeinde stattfinden. Und das will ich dir wirklich zusprechen. Wenn du dich manchmal fragst, boah, oder denkst, meine Berufung ist weniger wert, weil ich nur Krankenschwester oder nur Krankenpfleger werden will, dem ist nicht so. Zweitens, Berufung ist nicht gleich Beruf. Manche machen ihre Berufung zum Beruf, das ist cool. Aber du kannst deiner Berufung auch voll in deiner Freizeit ehrenamtlich nachgehen. Das ist überhaupt kein Problem. Und ich habe so einen Satz, der mir geholfen hat, Berufung ist auch eher wie so ein weites Feld als nur ein Feldweg. Wo ich merke, ich mache irgendwie gern was, wo ich spreche, wo ich vielleicht Menschen für Jesus begeistere, aber das kann ich im Gemeindekontext als Pastor, das kann ich irgendwie jetzt bei Wiedenest im Kite-Referat, das könnte ich auch bei einer Gemeindegründung. Also es ist eher ein weites Feld, was sich auftut. Als nur dieser eine Feldweg. Genau, ich hoffe, was klar geworden ist, du bist berufen, deine Identität als Gottes Sohn oder als Gottes Tochter zu leben, da dich dran zu erfreuen, da irgendwie Freiheit drin zu finden, die Schönheit zu entdecken.
Und aus dieser Identität heraus hat uns Gott seinen allgemeinen Willen offenbart. Dieser Rahmen, den ich vor uns aufgemalt habe, da stehen so viele gute Sachen drin. Und dieser allgemeine Wille Gottes ist deine und meine, ist unsere gemeinsame Berufung. Und wenn du dich in diesem Willen bewegst, dann darfst du aktiv werden. Dann ermutige ich dich, Entscheidungen zu treffen, auch wenn es schwer ist, auch wenn man manchmal nicht weiß, boah, soll ich A, B, C, D, was auch immer wählen. Verstehe ich total, ging mir nicht anders. Aber setz dich in Bewegung, lass dich lenken. Es gibt diese schöne Stelle in Sprüche, ich weiß gar nicht, ob ich die gerade gesagt habe, die würde ich so sagen, dass das irgendwie beschreibt mein Leben ganz gut. Der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Finde ich irgendwie cool und kann ich sagen, so im Nachhinein ist es echt das, was ich erleben durfte. Vielleicht bist du aber auch nicht jemand, der irgendwie Schwierigkeiten hat, Entscheidungen zu treffen, sondern der irgendwie eher permanent unterwegs ist, die ganze Zeit am Gas geben ist, die ganze Zeit im Auto am Rumfahren ist, um mal dieses Bild aufzugreifen. Dann ermutige ich dich auch, halt mal inne, komm zur Ruhe, halt Ruhe mal aus, frag dich, was will ich oder was ist mir wichtiger, was sind Prioritäten in meinem Leben und nimm dir so eine Zeit von Besinnung. Dann würde ich dich voll ermutigen, bete. Also heute war auf jeden Fall nicht die Botschaft, nicht zu beten. Klar, frag Gott nach seiner Führung. Wenn was kommt, genial. Wenn nichts kommt, entscheide dich einfach. Ist es okay? Man kann Gott so oder so um Weisheit bitten. Das ist eine Empfehlung, die uns Jakobus macht, Jakobus 3. Und dann beschreibt er diese Weisheit, die von oben kommt. So genial. Ich meine, es ist Jakobus 3, 17 und 18 oder 3, 7 und 8. Müsst ihr nochmal gucken. Und ein Satz ist, die Weisheit von oben lässt sich etwas sagen. Völlig irgendwie überraschend. Die Weisheit, die von Gott kommt, ist diejenige, die sich korrigieren lässt. Und das ist ein Gebet, was ich ganz oft spreche. Ja, korrigiere mich, wenn ich auf dem Holzweg bin. Wenn das macht, kriege ich es mit. Wenn nicht, gehe ich weiter voran, gebe ich Gas. Und das ist okay. Wofür man auch beten kann, ist um Mut. Eine Stelle, die mir in der letzten Monaten, in den letzten Jahren wichtig geworden ist, ist 2. Timotheus 1, 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und ich habe mir vorgenommen, ich will bestimmte Entscheidungen nicht treffen, einfach nur aus dem Grund, weil ich Angst habe oder weil ich Sorge habe, was könnte werden. Ich muss sagen, ich habe einen überragenden Vorgänger, einen überragenden Chef mit Viktor. Ich dachte, das sind wirklich große Fußstapfen, soll ich das machen? Aber ich hatte mir irgendwie so vorgenommen, ich will mich nicht von Angst leiten lassen, sondern den Geist, den Gott uns geschenkt hat, ist ein Geist, kein Geist der Angst, sondern ein Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und das Dritte ist, letzter Punkt, nimm dir Zeit, dich als Person kennenzulernen. Was begeistert dich? Wofür bist du leidenschaftlich? Wo denkst du vielleicht beim Einschlafen dran oder Matheunterricht? Was sind so Sachen, Tätigkeiten, die du machst, wo du deine Zeit vergisst? Und das kann einfach auch eine Hilfe sein, um vielleicht noch mehr herauszufinden, was Gott bereits in dich hineingelegt hat. Und ich werde, wie gesagt, so einen Zettel hochladen, zum einen nochmal, wo der allgemeine Wille Gottes beschrieben ist, ein paar Bibelstellen genannt werden und zum anderen auch Fragen für dich, die dir helfen können, dich vielleicht als Person besser kennenzulernen. Gibt es auch noch viele geniale Gabentests, alles Mögliche. Da können wir gerne auch gleich in der Q&A-Session ins Gespräch kommen. Boah, und Hammer, dass ihr euch diesen Keylab angehört habt, dass ihr euch ihn angeguckt habt. Ich hoffe, dass er euch hilft, eure gemeinsame Berufung zu feiern, noch stärker herauszufinden, was Gott in dich persönlich hineingelegt hat. Sein Segen wünsche ich dir. Bis dann. Macht's gut.